Liebe Hinterzimmer-Community, das ist jetzt einmal eine Nachricht in eigener Sache, straight into the camera sozusagen. Wie ihr vielleicht wisst, ist das Hinterzimmer in meinem Kopf und da in meinem Herzen entstanden, weil ich die Sachen gern hinterfrage, weil ich gern hinter die Kulissen blicke, mich nicht mit Oberflächlichem abspeisen lassen will, mich nicht den Befindlichkeiten selbstverliebter Chefs beugen will. Und weil ich gern mit mutigen Menschen rede, die eine Meinung haben, die Wissen haben, die inspirieren, die für etwas einstehen, die für etwas stehen, die vielleicht nicht immer mit dem Strom schwimmen, weil es bequemer ist. Und weil ich es liebe, Fragen zu stellen, ohne dabei irgendwelche Seilschaften zu bedienen, ohne in irgendeiner Abhängigkeit zu stehen, außer jener, euch zu versprechen, dass das Hinterzimmer versucht, wöchentlich richtig spannende Gäste und Inhalte aufzubieten. Unzensiert, offen und direkt. Und diese Freiheit und Unabhängigkeit lebe ich und finanziere mir diesen Spaß gänzlich selbst, aus eigener Tasche. Wobei mir die Idee, dass wir gemeinsam stärker werden können, sprich wir mit kleinen Spenden zusammen ein noch stärkeres, größeres Hinterzimmer aufbauen könnten, immer mehr gefällt. Aber das ist jetzt ein Thema, vielleicht dazu später mehr. Für die Gäste bedeutet so ein Besuch im Hinterzimmer natürlich auch ein bisschen Risiko. Auf der einen Seite ist hier im Hinterzimmer richtig gemütlich. Wir haben viel Zeit, keinen Stress, es gibt gute Getränke. Da kann es schon einmal sein, dass man vergisst, dass hier auch Mikrofone sind, die das Gespräch aufnehmen. Auf der anderen Seite ist das Hinterzimmer auch ein Raum, wo eben mitgehört wird, nämlich von euch, weil wir unsere Gespräche veröffentlichen und euch zugänglich machen wollen. Das ist dann aber auch gleichzeitig die große Herausforderung und die Mission, die ich mit dem Hinterzimmer gestartet habe. Wie kann dieser Spagat gelingen, dass wir hier offen, frei von PR-Spreche und gespinnten Inhalten reden können und es andererseits öffentlichkeitstauglich ist? Hier gibt es eben keine abgesprochenen oder von PR-Beratern und oder Managern abgesegnete Fragen und auch keine Zensur im Nachhinein. Die Gespräche entwickeln sich, wie im normalen Leben auch, wenn man sie auf ein Bier, auf einen Kaffee trifft. Und so ist es bei meinem letzten Gast, Nadine Beiler, passiert, dass wir im Laufe des Gesprächs auf Dinge zu sprechen kamen, wo wir in einer intensiven Diskussion Standpunkte über ganz elementare Themen ausgetauscht haben. Nadine hat dabei Standpunkte eingenommen, mit denen sie jetzt im Nachhinein in der Öffentlichkeit nicht in Verbindung gebracht werden will. Jetzt könnt ihr sagen als Medienmann, hey, ja, das ist genau das, wo sich eben knackige Schlagzeilen schnitzen lassen, das macht Wirbel, das hat man so noch nie gehört. Oder nein, wenn es dem Gast so sehr schadet und sie, er, die größte Sorge hat, wenn das Ding online bleibt oder ist, veröffentliche ich das Gespräch nicht bzw. lösche es wieder. Bei aller Zeit, Liebe und Mühe, die wir als Hinterzimmerteam in diese Episode gesteckt haben, denn pro Episode, bis das Teil auch tatsächlich auf jeder Plattform in richtig guter Qualität ist, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, auf der eigenen Homepage, sitze ich nach dem Gespräch 1-2 Tage und fürs Aufnehmen geht auch einiges drauf, beziehungsweise die Arbeit im Vorhinein. Aber wir haben uns entschlossen, eine Ausnahme zu machen und die Episode mit Nadine Beiler zu ihrem Schutz vom Netz zu nehmen. Da es jetzt kein Ibiza-Gelage war, wo der Schaden für die Allgemeinheit durch eine Nichtveröffentlichung größer wäre, machen wir diese Ausnahme und löschen, ohne zu schreddern. Aber das wird eine absolute Ausnahme bleiben. Wir lernen nämlich auch daraus, weil sonst macht das Hinterzimmer auf Dauer keinen Sinn. Alle Gäste wissen, dass im Hinterzimmer die Gespräche aufgenommen werden und wir hier nichts im Nachhinein schneiden. Das ist bekannt, bevor das Gespräch begonnen wird und ist in Form von Kameras und Mikrofonen auch sichtbar. In diesem Sinn hoffen wir, dass ihr uns das nicht übel nehmt, dass wir die angekündigte Episode nicht veröffentlichen bzw. eben wieder vom Netz nehmen und freuen uns umso mehr auf spannende, mutige, geile Gäste in den kommenden Wochen, die uns informieren und inspirieren. Denn genau dazu gibt es das Hinterzimmer.